Yay! Woo! Ja, heute ist der 100. Abonnent dazugekommen. Habe ich auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. In den letzten paar Wochen ging es dann doch für meine Verhältnisse ziemlich schnell bergauf. Finde ich total cool. Ich freue mich. Und ich freue mich, dass die Videos so ein gutes Feedback erhalten. Und ich freue mich, dass es euch gefällt, ganz offensichtlich. Und ich freue mich, dass sich auch immer wieder die gleichen Leute melden und kommentieren. Wer weiß, vielleicht stehen wir am Anfang einer ganz coolen Community. Mal gucken, ne, wie sich das noch so hier weiterentwickelt. Ja, ist kein so schönes Jahr für uns Pyro-Freunde. Ich habe dieses Jahr nichts vorbestellt, weil es sich im Grunde meiner Meinung nach schon so ein bisschen abgezeichnet hatte, dass dieses Jahr Silvester wahrscheinlich nicht so prall wird. Ich habe allerdings noch ganz viel zu Hause, was ich eigentlich über die Silvestertage dann legal zünden wollte und euch zeigen wollte. Das fällt jetzt leider erstmal weg, aber es läuft uns nicht weg. Und da sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen bei. Ein paar Sachen kennt man schon natürlich. Aber ich habe auch tatsächlich in den Tiefen meiner Sammlung noch ein paar Sets, die es noch überhaupt nicht bei YouTube zu sehen gibt. Ja, hatte ich mich persönlich gefreut, die zu zeigen und auch überhaupt die zu sehen, weil ich die selber auch noch gar nicht gezündet hatte natürlich. Ja, und jetzt würde ich sagen, zur kleinen Feier dieses Tages zünden wir eine legale Corona-forme F1-Bombe. Ich habe hier 120 Meteorite, ne? 10 Packungen, a 12 Stück. Und ich klatsche da jetzt ein paar Wunderkerzen rein. Und dann zünden die hoffentlich alle auf einmal. Und wir schauen uns das mal an. Und ich sage Dankeschön und ja, bleibt dabei. Ich bleibe auch dabei. Macht's gut. Ach so, und mein Sohnemann, der immer mit dabei ist, der möchte sich gerne auch nochmal bedanken, natürlich. Dankeschön! Ja, schauen wir mal, ob das was wird. Ja, das ist einmal das Aftermath. Nice.